Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute über ein etwas ernsteres Thema mit euch reden. Und zwar habt ihr es schon im Unterschrift gelesen wahrscheinlich, in der Überschrift, Unterschrift. Ich möchte heute über die unerwarteten Folgen einer Gesprächstherapie reden. Was meine ich damit? Als ich vor Jahren meine Gesprächstherapie anfing, hat mich meine Therapeutin damals auf eine ganz wichtige Sache hingewiesen, von der ich denke, dass sehr, sehr viele Leute das überhaupt nicht im Hinterkopf haben, beziehungsweise auch die Therapeuten nicht darauf hinweisen und man einfach sagt, ja, das ist halt so ein Nebeneffekt, aber ja, muss ich jetzt nichts dazu sagen. Und ich finde doch, man muss dazu tatsächlich was sagen. Und zwar, sie sagte zu mir, die Folgen einer Gesprächstherapie sind nicht nur für mich sichtbar, sondern auch für mein Umfeld. Und nicht jeder, der in meinem Umfeld ist, wird mit dieser Veränderung gut bzw. sogar gerne zurechtkommen. Und was meinte sie damit? Wenn ich zu einer Therapie gehe, möchte ich etwas verändern. Sei es etwas in meiner Einstellung, etwas in meinem Denkweise, etwas, was ich irgendwie an mir selber nicht leiden kann, beziehungsweise mich sogar stört, beziehungsweise mich sogar unglücklich macht. Diese Person ist man aber nicht mehr, wenn man aus der Therapie rauskommt. Man hat sich verändert, man hat an sich gearbeitet, man hat Sachen hinterfragt, man ist ein anderer Mensch. Und ich kann das wirklich so sagen, denn ich bin nach langer Therapie jemand völlig anderer als früher. Ich habe mich komplett um 180 Grad geändert. Natürlich habe ich auch noch so das Gefühl von früher, aber ich bin in vielen, vielen, vielen Sachen und vor allen Dingen auch vielen wichtigen Sachen jemand ganz anderer geworden. Und ich liebe es, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich habe lange darauf hingearbeitet, dass ich jetzt so bin. Aber mein Umfeld hat darauf nicht ganz so positiv reagiert, wie ich das mir erhofft hätte. Was ich damit meine ist, ich habe Freundschaften verloren. Ich habe den Kontakt zu vielen Menschen in meinem Leben nicht mehr, weil sich einfach Situationen aufgetan haben, in denen wir aneinander geraten sind. Die früher für mich einfach selbstverständlich war, dass ich mir manche Sachen gefallen ließ, dass ich manche Sachen mit mir machen ließ, dass ich immer Ja gesagt habe zu allem und immer gesagt habe, ja, ich mache das, das mache ich auch noch, das mache ich auch noch, das mache ich gern für dich. Mir Sachen aufgeheizt habe, die mich einfach völlig überfordert haben, ich konnte nicht Nein sagen. Sprüche hingenommen habe, die mich als naiv bezeichnet haben, ohne es zu hinterfragen, dass es jetzt eigentlich eine Beleidigung ist. Viele Dinge habe ich einfach mit mir machen lassen, die ich nach der Therapie nicht mehr machen ließ. Ich wurde viel selbstbewusster. Ich wurde selbstbewusster, Nein zu sagen. Ich wurde selbstbewusster zu sagen, was ich will, was jetzt eine Beleidigung ist, was unangebracht ist. Ich habe teilweise Leute tatsächlich meines Hauses verwiesen und gesagt, wenn du so mit mir umgehst, kannst du auch gleich direkt gehen, weil das muss ich mir nicht in meinen eigenen vier Wänden gefallen lassen, auch sonst nicht. Dinge, die ich früher nicht getan hätte. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich jetzt so bin und ich bin auch sehr stolz darauf, das zu machen und ich würde niemand, und das sage ich ganz deutlich, niemanden aufgrund dessen, dass es negative Nebenwirkungen hat, und ich meine, auch Medikamente und alles hat auch negative Nebenwirkungen. Von daher, damit muss man leben, dass wenn man an sich arbeitet, wenn man Medikamente oder sonst irgendwas Nebenwirkungen gibt. Ich würde niemals sagen, macht keine Gesprächstherapie, macht keine Psychotherapie oder sonst irgendwas, denn das ist etwas, was wirklich sinnvoll ist. Wenn man Hilfe braucht, dann sucht euch diese Hilfe, dann nehmt euch diese Hilfe auch an und arbeitet an euch und tut etwas für euch. Und es ist unglaublich wichtig. Ich will das nicht sagen, das ist jetzt kein Video, wo sagt, Gesprächstherapie ist Kacke. Was ich bezwecken will mit diesem Video ist einfach, dass ihr euch das im Bewusstsein sein müsst, dass das vielleicht unerwartete Folgen haben kann. Und bei mir war das so. Doch im Nachhinein
sind diese Leute, die ich aus meinem Leben verbannt habe, die Leute, die ich nicht mehr in meinem Leben habe, das sind die Leute, die mir auch nicht fehlen. Das sind die Leute, die mir genau dieses unglückliche Gefühl, dass ich nichts wert bin, dass ich schlecht bin, dass ich dumm bin, genau das sind die Leute, die mir dieses Gefühl gegeben haben. Und in der Therapie habe ich persönlich gelernt, mich gegen solche Leute zu wehren. Mir selber mehr Wert beizumessen. Mir zu sagen, ich muss mir das nicht gefallen lassen. Ich muss nicht mir XY anhören, weil weil das jemand ist, der mir nahesteht. Oder weil das jemand ist, den ich ja nicht irgendwie... Ich will nicht den verschrecken. Oder, oh mein Gott, ich will nicht, dass die sauer auf mich ist oder sowas. Pfeif drauf. Und natürlich ist das ein Nebeneffekt, den man sich nicht unbedingt wünscht, dass man plötzlich Leute nicht mehr in seinem Leben hat, die eigentlich immer da waren, die, von denen man dachte, dass sie eigentlich für einen da sind und in der Therapie einem klar wird, dass das gar nicht so war, dass eigentlich diese Leute an dir gezehrt haben, dass diese Leute eigentlich Parasiten waren, die dich ausgezehrt haben, die das rausgeholt haben aus dir, was noch irgendwie rauszuholen war und eigentlich, wenn du wirklich sie gebraucht hast, nie wirklich da waren. Und es ist traurig, das rauszufinden und es ist halt ein negativer, in Anführungsstrichen, Effekt einer Gesprächstherapie. Aber auf der anderen Seite bin ich dankbar dafür, denn ich war mir dessen bewusst, meine Therapeutin hat mich darauf hingewiesen, ich habe mir zwar den krassen das Krasse, was dann wirklich folgte, nicht so ausgemalt. Ich dachte, ja, was kann sie denn da schon meinen? Aber es ist eingetreten und es ist gut, dass es eingetreten ist. Denn ich habe einfach im Laufe der Gesprächstherapie gelernt, was mir gut tut, was für mich wichtig ist und was ich einfach für mich selber in meinem Leben haben möchte und was nicht. Und diese Leute, die im Zuge meiner Therapie gegangen sind, ich wiederhole mich, sind halt aber diese Leute, die ich nicht mehr in meinem Leben haben möchte, die Gott sei Dank gegangen sind. Deswegen eigentlich ist dieser negative Effekt, den ich genannt habe, eigentlich zu was Positivem geworden. Denn genau diese Leute haben mir nicht gut getan. Die haben mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht wertvoll bin, dass ich schlecht bin, dass ich mich nicht gut gefühlt habe. Wenn ich die Leute getroffen habe, dass ich aufgeregt war oder sauer, wenn ich nach Hause gekommen bin, weil ich wieder mal was mit mir machen ließ, was ich eigentlich gar nicht wollte und. Und daher betrachte ich diese Warnung nicht als unbedingt negativ, sondern etwas, das einfach kommen muss und wovon man sich lösen muss einfach. Und ich wollte euch einfach von diesem Effekt berichten, dass es diesen Effekt gibt. Und dass ihr euch darüber im Klaren seid, wenn ihr eine Gesprächstherapie, eine Therapie oder sonst irgendwas anfangt, da lernt ihr etwas über euch selbst kennen, was ihr früher nicht wusstet, was ihr vielleicht nicht gesehen habt. Ich habe das nie so gesehen, dass ich mich irgendwie zu sehr aufopfere. Für mich war das halt selbstverständlich. Ich wollte Harmonie, ich bin ein sehr familiärer Mensch, ich habe immer versucht, alles irgendwie zusammenzuhalten und ich habe halt teilweise auch Sachen geschluckt, wo ich heute mir so denke, mein Gott, bist du dumm, wieso hast du das mit dir machen lassen, weil ich eine Harmonie gesucht habe, weil ich Konflikten aus dem Weg gegangen bin, weil ich gesagt habe, nee, die mögen mich dann ja nicht, wenn ich so oder so sage oder wenn ich das oder das tue. Und das sind alles so Sachen, wo ich so denke, nee, ich habe mich unter Wert verkauft. Ich habe mich zu jemand anderen machen lassen, als ich eigentlich wirklich sein wollte und sein will. Und deswegen wurde dieser negative Effekt, vor dem mich meine Therapeutin eigentlich gewarnt hat und gesagt hat, naja, sie müssen sich aber dessen bewusst sein, dass es vielleicht nicht jedem passt, wenn sie sich verändern. Genau das ist, was ich eigentlich wollte mit dieser Therapie. Ja, es passte nicht jedem. Und viele hatten Probleme. Ich eckte an. Ich habe plötzlich angefangen, meinen Mund aufzumachen und es hat natürlich nicht jedem gepasst. Es hat natürlich auch Konflikte hervorgerufen, die ich eigentlich früher vermeiden wollte. Die Leute um mich herum haben gedacht, oh, du bist jetzt plötzlich so arrogant und du bist immer nur auf Krawall aus.
Aber das war es ja nicht. Es war einfach nur mein Selbst, das einfach sich gewehrt hat. Und das hat den Leuten nicht gepasst. Es hat den Leuten nicht geschmeckt und sie wollten nicht zuhören. Und sie wollten sich auch nicht auf die neue Evelyn einlassen. Sie wollten das nicht. Und ich finde, wenn es halt echte Freunde sind, die akzeptieren einen mit der Veränderung. Jeder wusste ja, dass ich eine Therapie mache und jeder wusste, dass ich irgendwas habe, womit ich mit mir selbst kämpfe und eine Therapie brauche. Also wusste auch jeder, dass ich mich im Zuge dessen halt auch mal verändern könnte. Und die guten Freunde, die richtig guten Freunde, die sind auch da geblieben. Die sind immer noch da, die sind immer noch an meiner Seite und die Leute, die gegangen sind, die vermisse ich nicht. Denn das sind Leute, die mich einfach als ich selbst nicht akzeptieren. Die wollten mich so klein halten, wie ich war. Die wollten, dass ich so bleibe. Und dadurch, dass ich nicht so geblieben bin, sind sie gegangen. Und das ist auch gut so. Dann sollen sie Leute finden, die ihnen besser passen. Und ja, eine Therapie verändert einen komplett, wenn man Glück hat, eine gute Therapeutin hat, Therapeuten an sich arbeitet, das mitnimmt, was man da auch mitmacht. Und das ist auch gut so. Das ist ja auch das, was eine Therapie tun soll. Sie soll das, was uns eigentlich stört, verbessern. Sie soll das, was wir nicht wollen, verändern. Und dafür machen wir ja diese Therapie. Deswegen lasst euch darauf ein, auch wenn ihr Angst habt, dass jemand Wichtiges gehen könnte. Im Nachhinein überlegt ihr dann vielleicht wirklich, ob dieser Wichtige wirklich so wichtig war. Ob diese Person in eurem Leben tatsächlich das euch gegeben hat, was ihr von einem Menschen in eurem Leben haben wollt. Was euch wirklich glücklich gemacht hat. Ja, ich bin noch nicht am Ende meines Weges. Ich bin noch am Arbeiten an mir selbst und ich glaube, das ist etwas, was man auch ein Leben lang macht, dass man sich immer wieder verändert und strukturiert und Neues macht. Aber ja, ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt eine stärkere Person bin. Stärker auch für meine Kinder, dass ich ihnen die stärkere Seite mitgeben kann als dieses schwache Etwas, was ich früher war. Und lasst euch nicht verunsichern, wenn Leute euch sagen, ah, du bist so arrogant geworden und du denkst nur noch an dich. Ja, denkt an euch, denn niemand sonst tut es. Seid ihr selbst, die an euch als allererstes denken sollt. Es soll nicht jetzt ein Plädoyer für den kompletten Egomanen sein, aber ihr müsst halt ein bisschen egoistischer sein. Ihr müsst an euch selbst denken. Was euch unglücklich macht, könnt ihr nur selbst ändern. Und nur ihr könnt an euch arbeiten und nur ihr könnt wissen, was euch gut tut. Niemand sonst. Und auch wenn viele Leute glauben, ja, der Partner macht einen glücklich, die Kinder machen glücklich, ja. Das sind alles Aspekte im Leben, aber das Wichtigste ist, dass ihr selbst glücklich seid. Und nicht euer Glück von dem Umfeld abhängig macht, sondern das Glück in euch selbst sucht. Und nur das könnt ihr wissen. Und sonst niemand. Und wenn irgendjemand zu euch sagt, der euch früher kannte und wusste genau, wie ihr seid, plötzlich anfängt euch zu sagen, ihr seid arrogant und ihr habt euch so mega verändert ins Negative, der will euch klein halten. Der hätte euch gerne weiter so, wie ihr vorher wart. Ein Mittel zum Zweck, eine Bedienstete, eine was auch immer ihr für ihn wart. Und er tut sich einfach schwer damit, jetzt zu akzeptieren, dass es nicht mehr so ist. Aber die richtig guten Freunde, die Familie, die einen liebt, die Leute, die an deiner Seite sind, die dich so hinnehmen, wie du bist, das sind eigentlich die Leute, die du bis zu deinem Lebensende an deiner Seite haben solltest und niemanden sonst. Und ja, lasst euch nicht verunsichern. Wenn ihr in einer Gesprächstherapie schon seid und merkt Veränderung, haltet durch. Das ist etwas, was einfach passiert. Und es muss auch so sein und es wird auch wieder bessere Tage geben. Ich habe gerade vor kurzem in einem Buch gelesen, da sagte eine, zitierte eine einen Dichter und sagte, in jeder Ruine besteht die Möglichkeit, einen Schatz zu finden. Das heißt, überall, wo etwas zerbrochen ist und kaputt ist, kann man noch einen Schatz finden. Und ja, bei mir war das so. Ich habe gemerkt, wer wirklich an meiner Seite ist, wer dahin gehört und wer nicht. Und deswegen, ja, ich dachte zuerst, oh Gott, jetzt hassen mich alle und ich ecke überall an und sowas. Aber es hat sich zum Besseren gewendet und es hat was Positives bewirkt. Deswegen gebt nicht auf
Und wenn ihr da überlegt, ob ihr eine Therapie machen sollt, macht es auf jeden Fall. Es ist jeden Verlust wert, der dann kommt. Denn je näher ihr euch zu euch selbst findet, je besser ihr zu euch selbst findet und wirklich der seid, der ihr sein wollt, umso glücklicher könnt ihr im Leben sein. Und ja, das ist es doch wert. Ja, das waren sehr viele philosophische Worte und auch aufmunternde Worte hoffentlich. Ich wollte euch nur ein bisschen erzählen von Dingen, die vielleicht nicht immer so angesprochen werden, wenn man eine Gesprächstherapie macht. Es gibt durchaus bestimmt Leute, die sagen, das ist ein negativer Effekt, den möchte ich nicht, dann mache ich keine Gesprächstherapie. Das ist für jeden selbst zu entscheiden, wie er das handhaben soll. Ich würde auf jeden Fall immer dafür plädieren, sich Hilfe zu holen, immer. Denn es gibt einfach Dinge, mit denen kommt man nicht selber zurecht. Und dafür sind ja die Therapeuten da, dafür haben sie ihre Ausbildung gemacht, dafür sind die objektive Leute, die einfach nicht in dieser Situation stecken, die wirklich von außen da drauf gucken können und gucken können, wie ist denn die Situation, wie verhält es sich. Und ich finde, dieses Objektive ist wirklich, wirklich viel wert. Und ich bin glücklich, dass ich meine Therapeutin habe, denn die hilft mir wirklich sehr. Und ja, das war etwas, was ich euch einfach erzählen wollte, euch auf den Weg geben wollte. Und ja, das war es auch schon von dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem interessiert, wenn ihr bis hierhin geblieben seid. Offenbar schon. Oder ihr guckt einfach nur gerne mir zu. Das ist natürlich auch ein Lob für mich. Ja, aber ich hoffe, es hat euch etwas interessiert, was ich gesagt habe. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wenn ihr Erfahrungen damit schon habt oder gerade dabei seid oder sonst irgendwas. Ihr könnt mir gerne auch eine persönliche Nachricht schicken. Auf Instagram bin ich ja auch unter Sojemis Welt. Da könnt ihr mir auch eine private Nachricht schicken. Ihr könnt natürlich gerne auch von euren Sachen berichten und Erfahrungen und. Ja, also ihr könnt gerne alles her damit in die Kommentare oder sonst wo. Und wir tauschen uns aus, wir unterhalten uns drüber. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video, wenn ihr wieder Lust habt einzuschalten. Und macht's gut, bis dann.